Etwa 10.000 Sklavinnen und Sklaven werden jährlich in Europa gehandelt. Ihre Zahl ist gestiegen. Die meisten von ihnen, 70%, werden zur Prostitution gezwungen. Das berichtet eine aktuelle Studie der EU über Menschenhandel. Und das soll nur die Spitze des Eisberges sein. Ich bin beschämt, dass in meiner nächsten Nähe so etwas geschieht und dass die Gesellschaft das auch unterstützt. Was kann ich dagegen tun? Nun, ich kann beten für alle, die in diesem Sklavenhandel tätig sind und auch für die Konsumenten, dass sie das Unrecht einsehen und dass sie was Gescheiteres tun. Ich möchte beten auch für die Politiker, dass sie strengere Maßnahmen umsetzen, um dieses Trauerspiel zu beenden. Und vor allem möchte ich auch öffentlich meine Meinung sagen zu diesem Skandal. Mein Glaube bewegt mich dazu, mich einzusetzen, dass alle Menschen würdig behandelt werden. Ich denke da an unseren Ordensgründer Franziskus von Assisi. Er hat den Gott erlebt, der zu allen Menschen gütig ist. Und einmal ermahnte er seine Brüder: Mag zu euch kommen, wer da will, Freund oder Feind, Räuber oder Dieb, ihr sollt alle gütig aufnehmen.